Herzlich willkommen beim vierten Teil der Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan. Heute geht es um das Thema der Preiskalkulation. Also, was sind die häufigsten Fehler, die bei der Preisermittlung gemacht werden? Zunächst mal ist es relativ simpel, Waren, die du einkaufst, auch mit Aufschlag weiterzuverkaufen und dann einen Preis abzubilden, der möglicherweise noch ein bisschen unter dem Wettbewerb liegt. Das bedeutet also, dass du deine Produkte oder auch Dienstleistungen, die du verkaufst, dass dort ein Aufschlag X enthalten ist, in dem alle Unternehmenskosten, aber auch die Gewinne, aber auch die Steuern enthalten sein müssen. Wenn du beispielsweise eine Pizza für 5 Euro verkaufst und die Waren kosten 6 Euro, dann kann jeder sofort ausrechnen, dass das eine schlechte Kalkulation ist. Aber selbst wenn die Waren 5 Euro kosten oder vielleicht 4 Euro kosten und du diese Pizza für 5 Euro verkaufst, kannst du trotzdem sehr schnell pleite gehen. Denn der Preis enthält eben nicht nur den Wareneinsatz, sondern auch viele verschiedene andere Kosten. Dazu kommen kann beispielsweise bei einem Webshop auch die Versandkosten, die Verpackungskosten, die Retouren, die Reklamationen, vielleicht auch noch ePay, also die Bezahlanbieter, die auch noch ihre Prozente haben wollen. All das gilt es in den Preis einzubauen. Aber schließlich auch deine Mitarbeiter, genau wie du selbst deinen Unternehmerlohn haben möchtest, wollen ihr Gehalt haben. Und auch dieses Gehalt gilt es auf den Stückpreis, auf die Absatzmenge, auf die Dienstleistungskosten und Planung und Preise auch aufzuschlagen. Dann wirst du Dinge haben, die du regelmäßig brauchst, also fixkostengebunden, beispielsweise Mietverträge, Räumlichkeit, vielleicht hast du Fahrzeugkosten oder andere Maschinen und Geräte gemietet, geleast oder finanziert. Und diese Kosten müssen natürlich auch mit rein in den Preis. Und wenn du etwas größer gestartet bist, dann hast du sicherlich noch einen Investitionsbedarf gehabt. Vielleicht bräuchtest du auch eine Betriebsmittelreserve und dein Eigenkapital hat nicht ausgereicht. Dann hast du dir Fremdkapital geschafft, aber damit sind wiederum Zinsen, also Kapitalkosten verbunden, Gebühren verbunden und auch dann irgendwann eines Tages die Tilgung. Auch das alles muss im Preis abgebildet sein. Und zu guter Letzt will auch Vater Staat sein Schärflein, sein Scheibchen abhaben. Sprich also, du hast eine ganze Menge Steuern, die auf dich zukommen können. Und das sind nicht nur die Umsatzsteuern, die auf dich zukommen, sondern auch die Gewerbesteuern oder bei der Körperschaft sogar die Körperschaftssteuer. Und bevor du schließlich dann deinen Mitarbeitern die Nettolöhne ausbezahlst, sind auch die Sozialversicherungen genauso drin enthalten wie die Lohnsteuer und du bezahlst schließlich noch deine Einkommensteuer. Du siehst also, in dem Preis einer Pizza für 5, 7, 12 oder 20 Euro ist eine ganze Menge an Kosten verortet. Und der Preis soll dann auch schließlich noch wettbewerbsfähig sein. Das heißt, möglichst nicht doppelt oder dreimal so hoch zu sein wie deine Mitbewerber, wenn es dafür keine Alleinstellungsmerkmale gibt. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, eine plausible und vor allen Dingen rentable Kosten-Leistungsrechnung aufzustellen, die stimmig ist, die alle Kosten enthält, aber auch deine prognostizierten Gewinne, lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du gleich unter dem Video. Und morgen geht's an derselben Stelle, am selben Ort weiter mit dem fünften großen Fehler beim Businessplan.